Du hast doch bestimmt was angestellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi-Amateur und ja, wir haben unsere Crew eben befreit in der letzten Folge und können jetzt endlich aufs Schiff. Unser Rabe kam gerade auf die Schulter. Wie heißt das? Senin? Ja, Senu hieß, glaube ich, der von Bayek und von Cassandra Icarus, ne? Da muss man sich jetzt dran gewöhnen an die Namen. Aber wir klettern jetzt aufs Boot und mal gucken. Führung übernehmen, das machen wir doch immer, ne? Als Kapitän. Ja, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt ans Heimplatz. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Ah ja, und wir können die Segel setzen. Das machen wir doch. Ist das Segel? Segel! Und auf geht's durch die Fjorde. Oh Mann, das sieht echt fantastisch aus. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Ja, das stimmt. Mir auch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Mappe. Nicht, dass wir hier irgendwo ins Verderben segeln, ne? Wir haben... Oh, da oben haben wir Heidelberg, ne? Da ist auch irgendwie so ein Zugang. Und wir segeln gerade auf eine kleine Insel. Und hier unten haben wir auch noch was. Hier haben wir den Adler, wo wir dann aufdecken können. Aber warum leuchtet das hier noch? Haben wir da was übersehen? Oder leuchtet das permanent und ist egal? Ja, genau. Das hier sind von irgendwelchen Usern, die irgendwelche Screenshots gemacht haben. Das ist wie gehabt. Und das hier, durch Ehre gebunden, Teil von Schlacht um die Nordwege, Kapitel 1. Ein Held der Wikinger muss seine Mannschaft vor dem Todfeind retten. Seglerheim nach Vorenberg. Alles klar. Also das ist unser primäre Ziel und das werden wir auch jetzt verfolgen. Wir wollen ja die Hauptquest erstmal so weit nach vorantreiben und dann erkunden wir den Rest. Sieh nur, jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kjötvis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Segel einholen! Segel nieder! Okay. Segel nieder! Das ist schon mal cool. Plündern? Okay, dann machen wir doch mal. Hat er ja schon angekündigt, ne? Wir können die ja plündern. Dann machen wir das doch mal. Das ist schon mal geil. Rauben wir! Ah ja, ja, das gefällt mir besser mit der Mausbelegung. Plündern wir hier alles, was hier so in den Zelten liegt, ne? Oh, wir werden beschossen. Haltet den Richter auf Trab. War da oben noch wer? Dann gehen wir doch mal hier rein in die gute Stube. Okay, hier haben wir die fette Truhe, aber da sind ja noch Gegner, ne? Da. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Nein, 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 noch nicht. Da war doch nur einer. Oder bin ich blind? Sag ich doch. Der schießt den mit Pfeil und Bogen auf uns. Oh, der war daneben.
Alles klar, aber so ein Sprungangriff ist, glaube ich, auch wieder hier möglich. Jetzt können wir hier wieder mit Bären unsere Wunden heilen und ja, wir holen uns natürlich hier die fette Truhe. Knochenbeißer. Alles klar. Die wichtigen Schätze wurden eingesammelt. Setze Odins Sicht oder Rabenperspektive ein, um sicherzustellen, dass du keine wertvolle Beute übersiehst. Okay, die Axt sieht schon mal geil aus. Knochenbeißer, Feindänen-Axt. Zweihand. Okay, das ist eine Zweihand-Axt. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Ah ja, okay. Das ist eine Zweihand-Axt. Das heißt natürlich, dass ich in der Offhand, also in der Nebenhand, natürlich nichts mehr reinmachen kann. Das ist logisch. Quest. Das, genau, da sollten wir ja sowieso hin. Das passt. Guti. Oh, ich glaube, damit macht man natürlich schon. Alter Schwede, damit kann man ja Bäume fällen. Na, ich glaube, da wird schon der ein oder andere Gegner. Ah ja, okay. Man kann mit der. Ich habe ja den normalen Angriff, den schweren Angriff. Und dann diesen Zweithandangriff. Den macht er dann auch nochmal. Da kann man auch blocken. Oder halt diesen Angriff, den er eben gemacht hat. Auch interessant. Schauen wir nochmal, ob wir hier noch was sehen. Da oben vielleicht? Was ist das denn? Ah, da vorne liegt das Sektor an. Ressourcen. Das ist interessant. Die markieren wir uns. Zack. Hier ist alles gut. Ah ne, halt. Da ist auch noch was. Alles klar. Die beiden Sachen nehmen wir uns natürlich mit. Das lassen wir uns nicht entgehen. Oh, hier Pfeile mitnehmen. Immer gut. Oh, da ist auch sogar ein Gegner. Dann können wir gleich mal unsere Axt ausprobieren. Ne? Das wäre sehr wunderbar. Schleichen wir uns mal ran. Also, oh, jetzt wird er uns gesehen haben. Ah, da kriegt er jetzt mal einen Bogen ins Gesicht. Ah, da vorne. Da vorne waren diese Erze. Obsidian. Zerstöre Obsidiansteine, um darin verborgene Materialien zu sammeln. Ah, ja. Okay. Machen wir die jetzt mal zu Klump und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Eisenerz. Fein, fein. Denke mal, 782 nach Christus war Eisen nicht gerade häufig zu bekommen. Von daher nehmen wir natürlich alles gerne mit. Da vorne war ja auch noch Eisen, oder war das was anderes? Die nehmen wir natürlich mit. Ah, Proviant ist voll. Sehr schön. Und da funkelt und leuchtet es. Aber das waren eben zwei verschiedene Farben, aber ich glaube, das war nur von der Sonne. Das ist alles Eisen. Oh, da sind doch Fische, ne? Guck mal, da sind Fische. Kann man die auch jagen? Ein Lachs! Das ist doch ein Lachs, 100 Pro, oder? Kann ich dann doch jetzt plündern? Rotbarsch. Und Rotbarsch kann man auch jagen. Wunderbar. So, fliegen wir nochmal. Sünin, leite mich. Sünin sieht auch nichts mehr. Oder habe ich da doch noch was übersehen? Ah, egal. Oder wir fahren da mit dem Schiff gleich mal hin. Das können wir machen. Wie war das mal so? Oh, mit der
Steuerung so ein bisschen klarkommen noch. Eivor, Eivor! Führung übernehmen. Und los. Los, ihr Rabauken. Bist du noch bei Trost? Küste folgen. Können wir gleich mal ausprobieren, was das zu bedeuten hat. Wir fahren da einmal rum, ne? Ich will noch mal das Eisen, nehme ich natürlich mit. Ich erzähle ja noch. Ja, ja, ja. Machen wir gleich. Aber diese Schiffe, original, ey. Wie in dem Film The Northman. Wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Naja. Führung abgeben. Ja. Und dann hat er uns ja Synin noch irgendwas gezeigt, ne? Oder war das diese... Alles klar, okay. Also, wenn er das einmal angezeigt hat, dann zeigt das immer wieder an. So wie da hinten. Da waren wir ja schon. Oder wächst das wieder nach? Aber ist ja auch egal. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass ich hier was übersehen habe. Dann können wir auch wieder die Führung übernehmen. Als Kapitän. Segel setzen. Und dann die Küste folgen. Was hat das zu bedeuten? Mehr Segel! 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 Und zum Questziel gehen. Ah ja, das macht er automatisch. Wunderbar. Autopilot an. Da können wir uns zurücklehnen und ein Käffchen trinken. Und schauen uns. Ja, die wunderbare Landschaft in den Fjorden von Norwegen an. Oh, gutes Tempo mit dem Segel. Herrlich. Vielleicht können wir der Mannschaft auch nochmal das Singen beibringen, wie in Odyssee, ne? Da hat der die Crew immer so griechische Volkslieder gesungen. Das war auch immer sehr kurzweilig. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Der gute alte Sigurd, ne, der hat uns ja als kleines Kind den Arsch gerettet. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. So sieht's nämlich aus, ne? Keiner wird uns hier in den Dreck ziehen, denn wir sind, oder wir werden, eine lebende Legende. Holt das Segel ein! Segel! Was soll das bitte werden? Ah ja, die Weltkarte öffnen. Jetzt haben wir ein Schnellreiseziel. Ah ja. Schnellreise ist noch nicht verfügbar, aber dann... Und die Adlers hier, ne? Das sind ja auch Schnellreisepunkte. Hier. Das müssen wir uns dann natürlich dann holen. Aber wir erkunden natürlich die ganze Welt. Ist ja klar, weil das ist ja ein Kernelement dieser Assassin's Creed-Spiele. So, anlegen. Schiff hier anlegen. Und da vorne melden wir uns. Sieh an, der Nährer der Raben kehrt zurück.
Und nicht mal halb tot. Wir haben einen Ort entdeckt, Forenberg. Das ist... Wir haben 2 Fertigkeitenpunkte bekommen. Aber wir sprechen erstmal mit Randvi, oder wie die heißt. Öffne das Fertigkeitenmenü, um deine Fertigkeitenpunkte einzusetzen. Na gut, dann machen wir es erstmal das. Okay. Knotentypen. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werteknoten verbessern die Grundwerte und Grundfertigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Also ähnlich war das ja in Odyssey, aber nicht so, wie es hier gerade ist, wie ich das sehe. Ist ein bisschen anders. Da gab es ja so klassische Bäume. Ne? Und da hat man ja passive und aktive Fähigkeiten freigeschaltet. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Okay, interessante Töne. Okay. Das sind dann die verschiedenen Bäume, denke ich mal. Und der Rest ist irgendwie in Nebel gehüllt, ne? Zoomen? No, Mausrad geht noch nicht. Okay, wir scrollen noch mal raus, aber das war doch hier woanders, ne? Da unten. Spurenbeseitigung. Schicksal, lass dich vom Schicksal leiten. Punkte automatisch zuweisen. Nee, das machen wir nicht. Dann haben wir hier, das ist Pfeilsammler. Ruderschlag. Unaufhaltbar im Kampf kann Eivers Sprint nicht geblockt werden. Nahrungssuche. Okay, mehr Möglichkeiten Nahrung zu finden ist auch nicht schlecht. Überlebensinstinkt. Also das ist ja so ein Überlebensbaum. Der hier unten. Das hier ist so mehr flinke Finger. Eivor kann nun Beute in der Nähe mit einer raschen Handbewegung einsammeln. Meuchlergrätsche. Gegner hineinzurutschen und sie ins Straucheln zu bringen. Bogenfähigkeiten während des Reitens einsetzen. Spurenbeseitigung. Ah ja, alles klar. Dann nimmt die automatisch auf. Und Rabenbeute. Ein Raben plündert Ziele, die mit Fernangriffen getötet wurden. Ah ja, okay. Dann, also das ist mehr so Fernkampf. Ne? Nicht nur, aber auch. Langschiffschild, weil das ist alles rot noch. Das kann ich alles nicht. Furchtloser Sprung. Schildmeister. Perfekte Parade. Da sind wir noch nicht für gewappnet. Boah. Was machen wir als erstes? Ich würde sagen, überleben. Überleben ist immer gut. Dann gehen wir hier. Fallsammler eher nicht. Nee, bescheinigt. Also dann lieber. Halte bei unter einem Drittel Gesundheit H gedrückt, um dich etwas zu heilen. Überlebensinstinkt. Das nehmen wir. Jetzt ist unsere Stärke gestiegen. Kostet aber Ausdauer im Sprinten. Okay, wenn wir sprinten, dann sprinten wir durch, ne? Ah, nehmen wir das erstmal. Das sind erstmal die beiden Punkte, die wir reingeballert haben. Und jetzt sprechen wir mit der netten Dame. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern.
Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Durch Ehre gebunden, die Quest abgeschlossen. Und wir haben 2 weitere Fertigkeitenpunkte bekommen. Und mehrere Quests angenommen. Mit Hilfe des Questlogs kannst du Quests verfolgen oder die Verfolgung beenden. Gucken wir doch mal rein. Wir haben Familienangelegenheiten, Teil von Schlacht um die Nordwege, Kapitel 2. Eivor Kettheim, um sich den Zorn seines Ziehvaters zu stellen. Also, wir müssen mit Gunnar sprechen. Oder auch Kapitel 2, von lebhaften Visionen geplagt, sucht Eivor Rat bei der örtlichen Seherin. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes Gunnar, der soll uns die Axt schön wieder herrichten. Und das ist dann das, was wir als nächstes machen werden. Gucken uns hier nochmal kurz vom Steg diese wunderschöne Dorf an, mit dieser wunderschönen Musik. Ja, und damit würde ich diese Folge hiermit beenden. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ich hoffe, ihr seid auch wieder bei der nächsten Folge dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.